Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Woche der Final Fantasy 14 Nachrichten, wo wir über alles Mögliche vom Lautzone durchgehen. Es ist Kalenderwoche 38, es sind noch 54 Tage bis Endwoche, also ungefähr 1,5 Monate. Wir fangen diese Woche an mit einer traurigen Nachricht. Steffen Critchlow, der englische Synchronsprecher für Count Edmond de Fortorm, also Horst Fons Papa, ist leider diese Woche verstorben. Mein Beileid an die Familie, Freunde etc. Das ist sehr schade. Mir hat der englische Synchronsprecher sehr gut gefallen. Einige Spieler haben sich dann im Spiel selber auch von ihm verabschiedet. Mit dem Feuer-Minion. Und vielleicht auch zur Erinnerung für einige, die sich noch daran erinnern, dass damals Yugiris erste Synchronsprecherin auch verstorben ist, vor einigen Jahren. Daraufhin wurde dann der Charakter nicht mehr gesprochen für fast 1,5 Jahre, als Zeichen des Respekts. Ich gehe davon aus, dass wir dann auch mit Edmond de Fortomb passieren, dass er zumindest für ein Jahr keine neue Synchronstimme bekommt. Dann gehen wir schnell über die Nachrichten durch. Es wird im Rahmen der Tokyo Game Show eine Sondersendung mit Hironobu Sakaguchi und Naoki Yoshida geben. Am Samstag, den 2. Oktober um 2 Uhr morgens. Sehr in der Früh, man kann das ja auch später nochmal nachschauen. Das Besondere hierbei ist, es wird tatsächlich auf Englisch übersetzt, für diejenigen, die es sich für das Thema Appeal und Potential of RPGs interessieren. Dabei wird es nicht um irgendwelche Final Fantasy Nachrichten gehen. Dann gab es auch die 5. und somit letzte Geschichte in den Erinnerungen im Dämmerlicht. Zu meiner großen Überraschung ging es dann doch tatsächlich nach Ishgard. Die 5. Geschichte, der unbesetzte Thron, handelt von Artoriels Erinnerungen an die Krönung von Papst Thorin in Ishgard. Auch hier wieder Achtung, Erinnerungen im Dämmerlicht enthält Spoiler des Hauptszenarios. Wobei die relativ klein sind und in der letzten Geschichte ist halt Herzwort. Dann gab es neue optionale Gegenstände. Das Emote Pantomime ist seit dem 21. September verfügbar. Das sieht dann so aus. Hat mir sehr gut gefallen. Da ist wirklich sehr viel Arbeit reingegangen in das Emote. Man kann damit sicherlich auch einigen Schabernack machen. Ich habe da schon ganz witzige Videos gesehen auf YouTube. Ja, es ist ein sehr gutes Emote. Und dann gab es auch nochmal ein bisschen mehr zu den Gürteln, die wir mit Patch 6.0 verlieren werden. Schauen wir uns dann nochmal genauer an. Auf dem digitalen Fanfestival und im jüngsten Brief des Produzenten Live wurde es bereits angekündigt, mit der Veröffentlichung von Patch 6.0 werden Gürtel von An weder ausrüstbar noch erhältlich sein. Nach der Veröffentlichung von Patch 6.0 werden die Ausrüstungsslots für Gürtel im Arsenal für die Ausrüstung von Hauptwaffen und Ringen umgewidmet. Gürtelslots für Charaktere, Gehilfen und Kleiderpuppen werden entfernt. Gleiches gilt für die Rezepte zur Herstellung von Gürteln. Errungenschaften, die eine bestimmte Anzahl unterschiedlicher Arten von Rezepten zur Erfüllung benötigen, erfordern fortan weniger Rezepte. Errungenschaften, zu deren Erfüllung spezielle Ausrüstung angelegt werden muss, erfordern nun keine Gürtel mehr. Folgendes ist mit der Einführung von Patch 6.0 nicht mehr möglich: Ausrüstung von Gürteln, Erhalten von Gürteln über Spielinhalte oder von NPCs, Verwendung von Kisten, die ausschließlich Gürtel enthalten, Kauf oder Verkauf von Gürteln auf dem Marktplatz, Anbringung, Extrahierung von Materie, Reparatur von Gürteln, Abgabe von Gürteln zur Erfüllung von Gildengeheißen oder Kriegsmaterialbeschaffungsaufträgen, Herstellung von Gürteln.
Eine wichtige Sache ist, Spieler, die über Gürtel mit vollständiger Bindung verfügen, sollten vor dem Start der Serverwartung für 6.0 eine Materia-Extraktion durchführen. So, falls ihr noch Materia drin habt, nimmt sie raus. Ansonsten, wenn ihr die Gürtel nicht behaupten wollt, einfach beim NPC könnt ihr sie verkaufen. Man kann auch daraus noch die Materialien machen. Folgendes ist auch nach der Einführung von Patch 6.0 möglich. Entfernung angebrachter Materia, Abgabe von Gürteln für Experteneinsätze, Verkauf an Händler, Zerlegung und Wegwerfen. So, angebrachte Materia und Signaturen an bereits hergestellten Gürteln bleiben erhalten. So, wenn ihr einfach nur die Materia versucht rauszubekommen, das geht dann noch. Allerdings die Gürtel mit vollständiger Bindung sollten vor dem Start der Serverwartung die Extraktion durchführen. Was haben wir noch? Gürtel nach Patch 6.0. Bereits erhaltene Gürtel werden nach Patch 6.0 nicht gelöscht und bleiben erhalten. Da für Gürtel jedoch kein Ausrüstungsslot mehr zur Verfügung steht, können folgende Gürtel beim Fundsachenverwalter abgegeben werden. Ausgerüstete Gürtel, Gürtel im Arsenal, Gürtel, die von Gehilfen angelegt werden. Orte, an denen sich die Fundsachenverwalter befinden, sind in Limsa, Gridania und Ulda. Gürtel, die sich im Charakterinventar oder dem Inventar eines Gehilfen befinden, sowie solche, die in Satteltaschen verwahrt sind, bleiben unangetastet. Ganz wichtig hierbei, der Tempogürtel aus Eureka Pagos kann nun gegen einen gleichwertigen Ring bei einem Fundsachenverwalter eingetauscht werden. So, zumindest verlieren wir das Tempo-Ausrüstungs-Item nicht, welches ja durchaus nützlich in Eureka ist. Und das war es dann auch schon für diese Woche. Danke fürs Zuhören und wir hören voneinander in der nächsten Woche. Tschüss!